Und damit dann ein herzliches Willkommen zu diesem sehr speziellen Video. Und zwar, Leute, ja, heute soll es um das lang ersehnte, beziehungsweise wenn ihr die Reihe feiert, dieses Season 16 Projekt, dann habt ihr euch bestimmt schon auf dieses Video gefreut. Und zwar ist das die Storyline, die ich mir ausgedacht habe, für die Season. Und das sollte eigentlich am Anfang das erste Video sein, aber ja, ich habe dann noch ein paar andere Videos gemacht zu den Minifiguren und so. Und das ergibt jetzt auf jeden Fall alles mehr Sinn, nachdem ihr euch das angehört habt hier. Und ja, ihr seht hier noch ein paar Fotos und halt von den Jako. Und das ist erstmal die Prototype-Story. Das heißt, sie wird nochmal ausgebessert, ausgearbeitet und wahrscheinlich kommt irgendwie dann nochmal so teilweise so Folgen und so werden und kommen halt nicht in Stop-Motion, sondern wie soll man das sagen? Halt, ich blende euch einfach wie jetzt so ein paar Bilder im Hintergrund ein und erzähle halt die Story. Folge für Folge per Dialog. Aber jetzt erstmal zur allgemeinen Story. Und zwar beginnt die, ja, die Anfangsszene, so gesagt, ist, nämlich, dass dort ein Truck ist, also beziehungsweise die Ninja verfolgen, so ein bisschen wie in Season 12 mit dem Mechaniker ein Truck. Dieser Truck wird dann gecrashed von einem Fahrzeug, und zwar von Zane, sein Fahrzeug, was auch ziemlich cool ist, da kommen wir auch hinterher noch zu. Zwar hat Zane einen Truck diese Season bei mir ausgedacht, so gesagt. Also wie gesagt, das ist eine ausgedachte Season, Leute. Teilweise ein bisschen auf Leaks basieren, so gesagt. Also das ist die Eröffnungsszene. Und halt der Truck wird dann umgecrashed. Die Fahrertür öffnet sich und eine komische Gestalt. Und zwar, so gesagt, der Bösewicht. Oder ein Handlanger des Bösewichts, also so ein Soldat, steigt aus und verschwindet dann im Schatten. Man sieht nur sein Gesicht, Leute, also ziemlich cool, auf jeden Fall schon so ein bisschen düster, die Anfangsszene. Und dann machen die den LKW auf und da ist ganz viel Rachenstein drin, also halt Tiefenstein. Das heißt, dieser Stein, den es zum Beispiel in der Shintaro-Season schon gab. Weil der ist so ein bisschen, der spielt halt auf jeden Fall mit in der Season, spielt das halt eine sehr große Rolle, dieser Stein. Und das war so gesagt die Eröffnungsszene. In der ersten Folge. Weiter geht es dann, dass sie im Dojo sind, sich darüber Gedanken machen und dann Meister Wu kommt und sagt, dass er aufbrechen muss, um sein wahres Potenzial, beziehungsweise seinen inneren Frieden zu finden, weil Meister Wu gar nicht sein wahres Potenzial, beziehungsweise die goldene Kraft, so richtig beherrscht. Also bei Ninja heißt es ja wahres Potenzial, bei Lloyd war es ja dieses, ja, wo er gegen Overlord als Drache gekämpft hat. Auf jeden Fall versucht das halt Wu auch so sagt hinzubekommen. Er ist zwar kein grüner Ninja oder der goldene Ninja, aber halt, er hat halt ja auch diese goldene Kraft und weil er auch ein Sohn ist von den ersten Spin-Jitsu-Meister. Und das, da können wir sofort anknüpfen und zwar geht dann er, reist da mehrmals durch mehrere Berge und so sieht man das dann so. Und dann kommt er halt an den Ort, wo er hin will. Und zwar ist das der Ort des ersten Spin-Jitsu-Meisters. Also das Dojo, so gesagt. Nicht seine letzte Ruhestätte. Die gab es ja schon in der Staffel 5. Nein, sondern so gesagt die, ja, wie soll man das nennen? Ja, das Dojo halt. Also dieses Trainingslager. Dieses Trainingslager, so. Vom ersten Spin-Jitsu-Meister. Und, das hat auch was damit zu tun, weil er dann halt genau an diesem Tag ist es damals passiert, dass Garmadon böse wurde, dass er von dieser Schlange gestochen wurde, so gesagt. Das ist genau irgendwie 100 Jahre dann später. Und dort versucht halt dann Meister Wu die Eier des großen Schlangenzerstörers endlich zu zerstören und seinen inneren Frieden zu finden, er hat keinen inneren Frieden, so gesagt, weil er sich vorwirft, dass ja nur sein Bruder böse geworden ist, weil er nicht das Schwert holen wollte. Ihr kennt vielleicht die Story, dass dieses eine Schwert außerhalb des Dojos geflogen ist, etc. Und dann hat das Garmadon geholt, weil er nach diesem Spruch gehandelt hatte, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und auf jeden Fall versucht er dann diese Eier, da ist immer noch das Nest, die hat er dann damals eingeschlossen und genau 100 Jahre zerstörte die dann danach, weil man irgendwie, das ist halt so ein Ritual so mäßig ist, sag ich mal, habe ich mir einfach so ausgedacht, damit der das halt noch nicht früher machen kann. Einfach so, dass es in der Season 16 ist und dort sind dann halt die Eier weg und dann ist er halt ziemlich überrascht und drehte sich dann um und dann ist plötzlich Garmadon da, der auch versucht seinen inneren Frieden
zu bekommen. Und zwar sucht er Misako, um ihr zu sagen, dass er gar nicht den Brief geschrieben hat. Vielleicht kennt ihr die Story auch. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass dann Wu wieder zurückkommen will. In der ganzen Zeit ist ein Zwischenfall in Ninjago außerhalb, so gesagt, passiert. Und zwar sind die Ninja aufgebrochen, weil sie dort einen Tipp hatten. Also die haben sich getrennt. Jay und Cole sind nach Shintaro nochmal, um dort halt nach den Tiefenstein zu gucken. Die restlichen Ninja, also sprich Lloyd und Kai und Zane, sind halt aufgebrochen, weil die am Anfang, diese Anfangsszene, haben die halt so einen Tipp noch im LKW bzw. einen Standort bekommen, wo die hin wollten. Und das ist halt so außerhalb, so wie so eine kleine Wüste, und dort treffen sie dann auf ein Camp mit diesen Kriegern, und dort finden sie dann etwas sehr Schreckliches heraus, und zwar, dass diese Kriege ganz normale Bürger sind, in Rüstungen aus Tiefenstein und noch aus, vielleicht erinnert ihr euch, Leute, damals Meister Chen hat ja diesen Stab gehabt, womit er alle Elementarkräfte machen kann, und zwar von mit Hilfe von Skylar, so gesagt. Also ihr kennt ja Skylar, ich glaube, die Meisterin der Anpassung, also die kann ja die Kräfte so gesagt übernehmen, wenn sie den berührt hat, so gesagt, und damit hat er auch eine Rüstung in Verbindung mit Tiefenstein gemacht. Klar, mit Skylar hat er das gemacht. Man könnte auch hier das von diesen, sag ich jetzt mal, als Gestein, das von dem Totem nehmen aus Staffel 14. Die können ja auch die Elementarkräfte annehmen. Aber ich dachte mir, es wäre halt so ein Mix. Und diese Rüstungen haben halt diese Krieger an. Und dann versuchen die Ninja halt, also sprich Zane, Lloyd und auch noch Kai, versuchen halt da mit ihren Elementarkräften diese Gegner zu bekämpfen, so gesagt, die Bösen. Und dann finden sie halt heraus, dass sie dadurch ihre Elementarkraft verlieren, wie damals halt auch mit dem Stab. Und dass sie dann annehmen, die Krieger, die Elementar. Und halt auch, dass es ganz normale Bürger sind, die irgendwie unter so einem Zauber oder Einfluss stehen. Die haben dann auch so lilane Augen in der Serie. Ihr kennt das vielleicht damals noch, als dieser Schatten in Staffel 2... Also, das mit den Steinsummerei, die Staffel, da ist ja dieser Schatten über den Jahr gekommen, da wurden ja auch die Dorfbewohner so böse, und so sehen die dann halt vom Gesicht her aus. Und dort, unter anderem ist dann auch der Postbote, so gesagt, dort. Und dann haben die halt noch so eine Rüstung an, so eine spezielle, wie gesagt, aus Tiefenstein und so. Das heißt, die Elementarkräfte können ihnen nichts antun, aber sie nehmen ihnen, so gesagt, die Elementarkräfte ab und bekämpfen sie dann selber mit. Jedenfalls können sie ganz knapp entfliehen, außer Kai, der wird gefangen genommen. Und bei Cole stoßen sie darauf, dass fast alles, also der ganze Tiefenstein, abgebaut wurde. Die Merls, also die Merls und Gickles, wurden alle eingesperrt von einer dunklen Gestalt, die sie dann beschreiben. Die befreien die dann mit Hilfe von Saints Minum-Monster. Und der ganze Rachen, also dieser Tiefenstein, ist halt weg. Und dann versuchen sie halt, also beziehungsweise dann versuchen die so, beziehungsweise Jay folgt halt diesen dunklen Gestalten, die halt dann Cole entführt haben, weil dort wurde Cole entführt. Jay folgt ihm dann, so gesagt, und kommt dann in die Ninjago City wieder raus, und zwar in das Gewölbe, wo damals die Steinsamurai standen. Und dort ist es halt so eine geheime Versammlung. Und dann versucht er zurückzugehen, wird aber auch gefangen genommen. Und sieht dann, wie Cole auch von einer dunklen Gestalt so verzaubert wird. Und jetzt geht es natürlich um die dunkle Gestalt. Ich hau es jetzt raus, wer es ist. Und zwar ist es tatsächlich ein geheimer Schüler von Garmadon. Damals hatte Garmadon nämlich einen Schüler, und Meister Chen hatte diesen Schüler, beziehungsweise auch Garmadon, hatten die nur ausgenutzt. Und zwar seine Elementarkraft brauchen die, um, wie soll man sagen, andere Krieger anzuheuern, weil seine Elementarkraft ist die Kraft des Besessenseins. Das heißt, wie Moro so ein bisschen, er konnte halt so Leute verzaubern, also böse machen, mit ihnen so Wissen teilen zum Beispiel auch. Und genau, also das ist halt eigentlich so die Fähigkeit von ihm, kann so gesagt Leute böse machen und auf seine Seite ziehen,
unter Einfluss. Und das sieht er dann, wie das halt mit Cole gemacht wird. Und dann ist Cole böse. Und dann kann Jay aber noch entkommen. Und dann treffen sich alle restlichen Ninja wieder im Dojo. Und dann kommt auch Misako und die fragen sie dann. Und dann weiß sie nur von Garmadon, dass Garmadon das mal erwähnt hat, dass sie einen Schüler hatten. Auf jeden Fall wurde dieser Schüler halt nochmal kurz zurück zu der Person damals, nachdem sie genug Krieger angeheuert hatten, so gesagt in den Kerker eingeschlossen, von Klaus großer Schlange, so gesagt, dort wo auch die Ninja waren. Da hat man auch einige Leichen gesehen. Auf jeden Fall hat er da die ganze Zeit sich mit der Schlange gut vertragen, so gesagt. Also die waren nicht Freunde, aber er hat halt so die Freundschaft zu den Schlangen entdeckt. Und danach hat er, als dann die Ninja, so gesagt, Chen und alle möglichen Krieger dort, also wenn die Insel halt so gesagt verlassen war, hat er sich aus dem Kerker rausgestohlen, weil ja keine Wachen mehr da waren und etc. Und hat sich auch aus seinem Tiefenstein, ja, Fesseln, die er angelegt bekommen hat, befreit. Und dort hat er halt dann den Plan ausgehegt, Tiefenstein und seine Kraft zu verbinden. Und dann hatte er ja noch Skylar hinterher entführt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und dann hat er tatsächlich den Stützpunkt von dem, ja, wie soll man sagen, von dem ersten Dojo von Spinjitzu-Meister herausgefunden und dort die Eier des großen, ja, großen Zerstörers, also dieser Schlange, aus der ersten Season halt geklaut, um die halt auszubrüten und zu kontrollieren, mit seiner Macht auch teilweise. Und das versuchen halt die Ninja jetzt zu stoppen, weil als sie es dann erfahren von Misako, dann kommt auch noch Skylar und will dem Team beitreten. Und dann fällt natürlich erstmal der Verdacht auf Skylar, aber trotzdem lassen sie beitreten. Und genau, er hat halt auch die Kraft von so ein bisschen so von Garmadon. Ich kann halt auch noch so wie so lilane Flammen rumschießen, der Bösewicht. Übrigens ist sein Name Dagon, habe ich mir überlegt. Das passt, finde ich, irgendwie ganz gut. So, ist halt ein ganz cooler Name, so wie Garmadon, Dagon, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er halt auch so ein bisschen nicht unbedingt die Kraft von Garmadon, also kann halt auch so wie so Gift rumschießen. Also wenn man den halt entweder berührt, halt von diesen dunklen, lila, dunkel-lilanen, wie so Blitze sind, das halt getroffen wird, dann ist man halt auch so verzaubert. Habe ich euch ja erzählt, dass er andere so beeinflussen kann. Und deshalb dachten die Ninja erst, dass es Garmadon wäre. Garmadon kommt mit dem, Sensei Wu auch zurück. Und dann überfallen die Bösen, so gesagt, das Dojo, also das normale Dojo von den Ninja, wo sie sich ja getroffen haben, auch mit Misako, und das dann alles erfahren, wer das ist, etc., weil Jay ja berichtet, und auf jeden Fall angeführt von Cole, überfallen dann die Bösen das Dojo der Ninja und entführen zum Beispiel auch Misako, die dann auch böse wird. Dann folgen die den ganzen und, beziehungsweise sie splitten sich wieder, und zwar folgt Zane und Kai und Lloyd folgt halt den, Kai ist ja entführt worden, folgt den Bösen, und Misako, Sensei Wu und vor allem auch Jay wollen halt ein Gegenmittel, so gesagt, und zwar sehr erst ein Gegenmittel entwerfen, um halt dann die, also Misako wurde ja dann entführt, deshalb kann sie es ja nicht machen, also nur Jay und Sensei Wu. Und hinterher kommt dann ja Garmadon dazu, habe ich ja gesagt, um halt ein Gegenmittel dagegen zu erfinden, aber halt entwickeln, gegen diese Verzauberung, dass sie die Leute wieder normal machen können, und dann stoßen sie auf einen speziellen Tee, und dann laufen die auf jeden Fall den anderen Ninjan hinterher, probieren diesen Tee aus, aber als sie ankommen, wurde auf jeden Fall, ist dort auf jeden Fall Kai und ja, Cole, wo, die sind ja schon verzaubert, also die sind ja schon böse, sind dann schon böse, und Lloyd ist halt auch böse, und versuchen halt gegen die, also kämpfen dann gegeneinander mit den Heilmitteln, holen sie alle wieder zurück, und dann fliehen sie,
und verstecken sich auf jeden Fall im Dojo des ersten Ninjutsu-Meister, beziehungsweise ganz kurz nur. Und dann kommt ihnen die Idee, dass es ein Tee, da es ja ein Tee ist, Nia zu besuchen. Und sie haben ja auch keine Elementarkräfte mehr. Und dann besuchen sie halt Nia und bitten sie so gesagt mit ihrer Hilfe des Wassers dieses ganze Heilmittel über ganz Ninjago zu verstreuen. Übrigens ist ganz Ninjago auch überflutet, beziehungsweise wurde dann halt wieder, also es ist nicht mehr überflutet, aber ziemlich vieles kaputt gegangen, was man dann auch sieht. Und die normalen Ninja-Anzüge sind auch ziemlich schäbig. Ja, dann geht es halt mehr in der ersten Folge. Ich bespreche jetzt ja nicht jedes Detail, sondern nur die grobe Story. Und jetzt wird es auf jeden Fall richtig, ja, cool. Und zwar gehen die anderen Ninja dann schon und Jay erzählt so gesagt, dass er ja auch keine Elementarkraft mehr hat, da die genommen wurde und dass er sie halt vermisst etc. Und dann fragt er, warum hast du das getan und wie hast du dich mit deinem Element verbunden und so, und ich will auch so zu dir zurück, sag ich jetzt mal. Ihr kennt ja da, die waren ja zusammen so gesagt, Jay und Nia. Und Nia erzählt ihm das halt so gesagt, wie sie das gemacht hat. Und Jay versucht das dann auch, um zu ihr zu kommen. Aber ihm gelingt es dann, eine neue Spin-Jutsu-Kraft zu erlernen, beziehungsweise halt Energie aus seinen Ursprung seines Elementes, also die Blitze, also wenn dann Gewitter ist, zu ziehen. Und dann, da ist ja auch dieser, ja, wie so ein Anzug geleakt worden, als Minifigur von Jay und Lloyd. Und dann ist das wie bei Ninjago Forbidden Spin Jutsu, da ist ja wie oben so eine Flamme auf dem Kopf. Und auf jeden Fall ist das halt so wie eine neue Kraft und damit kann er halt jederzeit so seine Energie beziehen aus seinen Elementarursprüngen, also aus, wie gesagt, aus seinen Wolken kann er dann halt so Blitze blitzen auf ihn ein und so. Und dann, er verbindet sich nicht komplett mit seinem Element, aber er bezieht halt Kraft daraus. Und dadurch haben die dann wieder die Elementarkräfte. Mit diesen Elementarkräften können sie auch die Rüstung der Gegner zerstören, weil sie ja einfach unendlich viel Energie daraus beziehen können. Und dann halt entsprechend irgendwann die ja nicht mehr aufnehmen können, die, ja, die Rüstungen in diesen speziellen Kristall. Und auf jeden Fall Skylar jetzt, auf jeden Fall Skylar ist halt böse und wendet sich auch noch eben, dann haben die ja verfolgt, also verfolgen dann die Bösen zurück zu ihrem Standpunkt in den Ninjago City und dort nehmen sie schon fast die ganze Stadt ein und verteilen ja das Hilfsmittel mit Hilfe von Nia. Alle werden wieder lieb. Auf jeden Fall bleibt dann noch der endböse Wicht Dagon und dann ist halt das letzte Battle und dann kommt jetzt Skylar ins Spiel. Und zwar Skylar stand die ganze Zeit unter dem Einfluss. Das wussten die Ninja nicht. Und dann kämpfen sie auch gegen die Elementarmeister, gegen die anderen noch, die auch unter dem Einfluss stehen, weil die haben sich vor dem Wasser verschützt, beziehungsweise nicht alle. Also die waren alle besessen, aber halt ein paar haben sich irgendwie untergestellt unter ein Dach oder so, damit sie nicht das Wasser, beziehungsweise diesen Tee, das Gegenmittel abbekommen, weil Nia fliegt halt mit ihrer Drachenperson rum und verteilt über die ganze Stadt dieses Wasser, also den Tee, dieses Gegenmittel. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Szene, würde ich mir vorstellen. Das Video wurde auch wieder unglaublich lang, Leute. Und dann kämpfen sie halt alle gegeneinander etc. Holen dann die anderen Elementarmeister auch wieder zurück. Dann ist halt eine Szene, weil sie es ja nicht wissen, wie gesagt, Skylar kommt dann ins Spiel. Und Skylar, ja, ist wie so ein Loch im Boden, dann kämpft gegen Kai. Und dann fällt Kai so gesagt an diesen Abhang runter, hält sich halt nur noch fest. Und dann ist es halt so, dass Kai, dass da halt so eine kleine Szene ist zwischen Kai und Skylar, wie die halt kämpfen. Dann fällt er fast Kai runter, hält sich nur noch fest. Und dann wird halt Skylar wieder normal. Aber nicht wegen Gegenmittel, sondern halt einfach, weil sie das so merkt. Also sie kämpft dagegen halt so an. Und dann will sie den wieder hochziehen, der Kai. Und dann passiert etwas sehr Trauriges so gesagt. Und zwar sagt Kai, es ist okay und lässt sich dann halt einfach fallen, weil er natürlich auch Frust hat wegen Nia. Und das Ende vom Lied ist halt, dass dann Kai in der Staffel auch stirbt, was ziemlich traurig ist auf jeden Fall. Und dann kämpfen die Ninja gegen den Dagon und er hat aber noch ein Ass im Ärmel. Und zwar ist ein Ei schon geschlüpft und ein großer Schlangenmeister kommt. Dann kommen auch, also dann Garmadon kämpft auch noch mit
ja, wie soll man sagen, gegen Misako, die ist ja auch dann böse, die wurde ja entführt. Und beichtet ihr dann so gesagt, dass eigentlich Wu den Brief geschrieben hat. Und das ganze Ende von mir, also ja, das Ende ist halt so gesagt, dass er seinen inneren Frieden findet, Garmadon. Misako kommt auch wieder zurück. Und